Nee, ich wollte doch... Nein! Ach ja, ist das schön. Gegenüber sind die Laubsäge-Heinis wieder. Wisst ihr, was sie machen? Laubsägen, das gehört sich. Aufträge, Aufträge! Was machen wir denn jetzt mal? Ich brauche mal ein bisschen Geld hier, bevor wir jetzt... Bevor wir jetzt hier irgendwie einen Blödsinn machen. Hier, 300, wie wäre das denn mal? Die schreckliche Wippenfestung gibt es auch, die machen wir gleich. Jetzt heißt es Rennen, Laufen, Sprinten, nur nach vorne, nie nach hinten. Halte Y gedrückt und verpasse keinen der Schalter. Ein aus, mit Volldampf geht es immer weiter. Leute, da ist es. Die andere superschwere Mission, die da gerade war, war ja auch schon knackig. Also diese 4-Sterne-Mission und so weiter. Ja. Ah. Okay. Das ist die aus dem Trailer. Die ist aus dem Trailer. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Oh ja, das ist zu. Okay, dann noch 9 Sekunden. Das heißt, entweder bin ich total schlecht oder wir sind gleich fertig. Ja. 1, 2. Muss ich P-Speed eigentlich die ganze Zeit haben? Nee, ne? Ich kann ja den P-Speed nicht über Eck mitnehmen. Das geht nicht. So, das war ein bisschen langsam. Ja, das ist... Oh, Bruder! Bruder! Haben wir's? 3 Sekunden nur noch. Alles klar. Das war definitiv der Level vom Ankündigungstrailer. Und sowas finde ich geil, wenn du sowas schon mal gesehen hast und dann einfach dann hinterher wirklich spielen darfst. Ja. Oh, yes. Guck mal hier, 3 Hämmerchen haben wir. Ich hätte jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr Geld gerne. Vielleicht, wenn ich mehr Geld möchte, dann sollte ich vielleicht das Geld in den Leveln auch sammeln. Wie wäre das denn? Dann kriegen wir das relativ schnell fertig. Aber ich mache jetzt erstmal die 200er. Obwohl, warte mal. Ich kann ja theoretisch, wenn sie gesagt, es gibt viel zu tun, da links die Kanone bauen. Ne, die Tore. Ja. Mach mal. Ist immer noch besser, als wenn wir Zeit vergeuden. Ach, guck mal. Das heißt, wir können dann erst da rein. Die Bauarbeiten an den Toren des Westflügels haben begonnen. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. Okay. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die einen Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Es erwartet ihn ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran, denn jetzt heißt es Schalten und Walten. Schalten und Walten ist gut, aber Raufen und Saufen ist vielleicht noch ein bisschen besser. Man weiß es nicht. So, 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 so. Okay, runter. Ja. Alles klar. Kapier ich. Ist nicht so schwer. So, Nummer 1 haben wir. Nummer 1 haben wir. Nummer 1 haben wir. Jetzt kommt Nummer 2. So. Okay, warte. Schon mal schieben. Runter. Zack, zurück. Bäm. Und fertig. Siehst du, der war auch nicht so schlimm. So, okay, warte mal. Ganz kurz. Auf geht's. Jetzt der in der Mitte. Das muss der Schlimmste sein. Haben sie gesagt. Ach, das ist auch wieder geil. Ich sollte vielleicht das erste Mal drücken und dann... Nee, das war ganz Quatsch. Das war Quatsch. So, das macht auch keinen Sinn. Okay, jetzt weiß ich's. Glaube ich. Kann sich bis dahin noch viel ändern. Nee, das Timing, Leute. Ja, auch nicht schlecht. Mit Mütze geht's. Tada! So. Ich sag doch, der in der Mitte wird der Schlimmste. Du, the Mario. Okay, dann los. Der muss sich jetzt hier erstmal frei bumsen. Hm.
Nee, das war ganz, das war komisch. Okay, da bin ich selber nervös geworden, gebe ich zu. Zack, ist auch easy. Jetzt der letzte Raum. Der letzte ist the deepest. So, auf geht's. Nee. Dann müssen wir austarieren jetzt hier. So, siehst du doch. Jetzt wird's schlimm. Hä? Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Okay, den hier kriegen wir ja mittlerweile. Nee, kriegen wir nicht. Hier. So. So, was mit ihm jetzt? Ja. Offensichtlich bin ich dazu blöd für. Zack, so. Zack, und so. Aha. Das ist für echte Rallyes, die den Helm mitgenommen haben. Und irgendwie fühlt es sich gut an, hier so Münzen aus dem Level rauszunehmen. Weil man weiß, man braucht sie auch. Normalerweise brauchst du keine Münzen, aber hier schon. Normalerweise können dir die Münzen sowas von an den 5 Buchstaben vorbeigehen, aber hier brauchst du sie. Wenn du hier keine Münzen hast, dann bist du einfach auch ein bisschen wehrlos. So, 291. Yes, Ostflügel geschafft. Bäm. Fertig. Damit wäre der Ostflügel bis zum ersten Obergeschoss hochgezogen. Diese Eleganz, für mich ist das, als würde ich in einen Spiegel blicken. Wo soll's weitergehen? Am liebsten überall, aber ich habe kein Geld. Hol dir beim Vorarbeiter ein paar Aufträge ab und verdiene so viele Münzen wie möglich. Denk immer daran, dass es für einen guten Zweck ist. So, ich würde jetzt aber gerne einfach auch mal ein bisschen was anderes gucken. So, Level bauen. Kann ich da jetzt schon was Cooles machen? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay, ist das immer das hier? Ich wüsste jetzt nicht, ob sich da großartig was geändert hat. Also hier beim Level bauen müssen wir noch... Da brauchen wir Zeit. Das ist so viel hier, was es zu entdecken gilt. Und ich glaube, man kann auch 2, 3 Sachen freischalten, oder? Zielbedingungen. Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. Ne, das ist doch Quatsch. Ne, Elemente. Besiege alle Goombas und erreiche das Ziel. Das ist ja... Okay, warte mal. Das ist so cool, da müssen wir uns echt mal Zeit für nehmen. Das ist etwas, wo ich sage, pass auf, die nächsten 10 Folgen wird hier nur gebaut. Da machen wir erstmal vorher schön das Tutorial und dann machen wir ein paar geile Sachen. Aber erstmal muss hier wieder Geld verdient werden. Guck mal, wie viele Aufträge der kleine Hosenmatz hier hat. Ich koche gern mit Superpilzen, aber letztens habe ich einen nach dem Einkaufen im Auto vergessen. Jetzt ist er zum Faulpilz geworden und hat es auf mich abgesehen. Kannst du ihn so weit wie möglich von mir weglocken? Chefkoch. Ist das der South Park Chefkoch? Bestimmt. 5-mal Mario, Alter. 5-mal Mario, ey. Kauf 5-mal Mario, Alter. 5-mal. 1, 2, 3, 4, 5-mal Mario. Okay, der kann eine Wand hochklettern. Das ist schon krass. Das kann der auch, meine Güte. Leute, was ist mit dem Pilz los? Das ist gefährlich. Einmal 10 Euro, bitte. So. Und wenn der mich kriegt, bin ich weg. Das Schluss mit Maddie ist dann. Kann ich den irgendwie so weglocken? Nee, ich wollte doch... Nein! Ja, ist auch okay hier. Ich schwöre es euch. Zur Seite springen und nach oben drückend sich an irgendwas festhalten, funktioniert oft nicht richtig. Das hatte ich schon mal. Da war irgendwie ein Level, wo das schon nicht funktioniert hat. Da muss man sich dran gewöhnen. Also nicht so easy peasy wie bei SMW, wo du dann einfach nur grob in die Richtung guckst und zack, hängst du an der Leiter. Nee, den Luxus lasse ich hier nicht. Trotzdem
kriegen wir hier viel Geld. Ich find's übrigens cool, dass du trotzdem das volle Geld kriegst, obwohl du gestorben bist. Können wir auch vorstellen, dass es in so einem Spiel so ist, dass das eben nicht so funktioniert. Nee, ich spring gar nicht an diese Wein ran. Das ist mir zu risky. Dangereux. C'est trop dangereux. Ah! Bruder! So. Jetzt kann er da hüpfen, wie er lustig ist. Nee! Wieso kann der springen? Das ist so unfair. Ah! So. Deswegen, Kinder, sagt Nein zu Drogen. Ihr seht, was passiert. Nee, egal. Geschafft. Die 10 Euro mehr oder weniger, die man den Kohl jetzt auch nicht fett. Yay! Gewonnen! Gewonnen! 550, das heißt, ich kann noch eine Kanone bauen, glaube ich, oder? Ich kann die Tore vom Ostflügel bauen. Ja, ich mache erstmal die Billo-Dinger. Weil das nämlich auch neue Missionen freischaltet, vermutlich. Ostflügel-Tore, kann der Bau beginnen, ja sicher. Oh, oh, oh. Ich glaube, mit diesen Giftpilzen kann man in diesem Spiel schon richtigen... Ja, kann man schon sowas anstellen, was nicht so angenehm ist. Die Bauarbeiten an den Toren des Ostflügels haben begonnen. Erfüll du einfach weiter deine Aufträge und schaff das Geld ran, dann soll das an uns nicht scheitern. Okay, damit haben wir jetzt 6 neue Aufträge gekriegt, indem wir einfach angefangen haben zu bauen. Das sind schon viele hier, ne? Blink, Block, Bluff. Um den Truppkrabbelbau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke hier hineingesteckt. Aber so ganz sicher bin ich nicht, dass man das Ziel auch erreichen kann. Könnte das jemand mit Kubengespür für Timing für mich ausprobieren? Dr. Wunderlich. Wer war nochmal Dr. Wunderlich? Irgendwoher kenne ich den. Ich kenne Dr. Seltsam, aber Dr. Wunderlich? Keine Ahnung. So, New Super Mario Brothers. Ui. New Super Mario World, meine ich. Oh. Da gibt's richtig geile Party-Level zu. Oh yeah. Das ist eine meiner Lieblingsmechaniken in New Super Mario World. Auch wenn ich hier gerade so glorreich verreiße. Irgendwie ist das cool. Ist aber auch etwas, wo ich so ein bisschen gerade still sein muss, leider. Ich würde euch gerne was erzählen, aber ich muss jetzt hier erstmal... Ich muss mich jetzt hier erstmal konzentrieren. Bruder. Nimm das Geld. Okay. Ich finde das Charaktermodell bei New Super Mario World. Mario sieht auch gut aus. Verdammt, ey. Ja, ich muss darauf. Ich muss da warten. Ja, die kognitive Leistung hier beansprucht. Nein, Luigi. Verschwinde mit deinen. Ich will nicht beschwören bei Ornstein und Smaug. Ich habe auch sowas wie Ehre. Nein. Timon und Pumba gehen so. Aber zumindest gibt es ein bisschen Geld. Ja. Man kann es ja so ein bisschen, beziehungsweise nicht nur so ein bisschen, das ist ja darauf ausgelegt, dass du weißt, wann die anderen jetzt angehen und wann die, wo man selber draufsteht, ausgehen. Durch die Musik hier. Musik! Ich guck immer wieder mit einem Auge aufs Geld. Es ist einfach wie im echten Leben. Ah, okay. Es gibt einen Pilz, beziehungsweise nichts. Aber hätte ich sowieso nicht brauchen können. Okay, der Dicke. Der hat Bock. Erstmal gucken, wie es aussieht hier. Ja. Gut, die Ameisenfritzen können auch über Kopf. Dann weiß ich das jetzt auch.
Wie soll das denn gehen hier? Okay, das war einer zu viel. Okay, jetzt weiß ich nicht, wo ich hinspringen muss. Ich sehe da unten nichts. Ist sie safe? Nee, doch, ist safe. Wunderbar. Ich hab eine 50er Münze mitgenommen. Das ist so viel wert. 50 sind das. Aber wenn man es mal in Verhältnis setzt, was ist mit ihm? Ach, ich weiß halt nicht, was er kann. Ich dachte, ich kann ihn einfach von unten hochbouncen, aber ging nicht. Ja, ist egal. Ach, Mensch. Dann machen wir nur 3. Egal. So. 150 plus 126 macht einen Haufen Kohle. Ja. Und die Westflügeltore sind fertig. Ach, wie fein. Jetzt können wir da auch mal reingehen. Ich finde jetzt schon, dass das Schloss schöner ist als vorher. Die Westflügeltore sind eingebaut. Jetzt kommt man im Westflügel endlich in den zweiten Stock. Sag bloß, ihr verschlägt es auch die Sprache ob dieser schieren Perfektion. Ja, dann weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Ja, ich habe kein Geld für weiter. Gute Frau. Wissen Sie eigentlich, wie schlimm das hier alles ist? Aufträge zu vergeben. Im Tal der Winde, das ist... Nacht steht uns ein sternenklarer Himmel bevor. Es werden jedoch starke Winde aus westlicher Richtung erwartet. Und nein, aus östlicher Richtung auch. Der Wetterdienst empfiehlt, schnell den Heimweg anzutreten. Ja, alles klar, los geht's. Das könnte sich zu einer Herausforderung entwickeln. Aber dafür sind wir ja da. Okay, so ist von Osten... Ne. Na gut. Alles klar, das muss ich perfekt machen hier. Jetzt ist es zu spät. Oder ich mache es einfach gar nicht. Nee, doch, ich möchte Geld verdienen. So. 10 Euro. So ein Schloss baut sich hier nicht von alleine, gute Frau. Alleine die Musik, die ist auch schon wieder gut. Also das können die. Okay, jetzt aber. Das ist... Ich habe ja versprochen, wir bauen noch das VfL Bochum Level, wo man die ganze Zeit absteigen muss. Also Klassenerhalt ist einfach nicht. Und ich finde, das hier ist sehr nah dran. Okay, das ist ein normaler Stachy. Ich dachte, das wäre ein Helm, aber nö. Oh, so viele gute Ideen, die man so umsetzen kann. Aber das Ding ist wirklich, wenn du den Level-Editor aufmachst, dann wirst du erstmal erschlagen, ob der schieren Möglichkeiten, die du da hast. Und Bum Bum ist auch am Start. Moin, was geht bei dir? Wow! Wow! Wo ist denn die alte... Ach, guck mal, es gibt einen Schlüssel. Ich wollte schon sagen, was ist denn mit der alten zweimal schießen, einmal drauftreten Regel, die so bei SMW eigentlich immer gilt? Nee. Die Regel gilt hier nicht. Und guck mal, das auch so oben, dass du wirklich das Gefühl hast, dass du von oben runtergegangen bist. Das finde ich schön. Ist natürlich alles Augenwischerei. Im Maker sieht es halt anders aus, aber ich finde es schon mal nicht schlecht. So. Jetzt gibt es nochmal Kohle. Und davon kaufen wir uns schöne neue Wohnung. Richtig lecker eine neue Wohnung. Ja. Yeah. 150, ja, siehst du. 548 haben wir insgesamt. Und die Ostflügeltore sind auch fast fertig. Siehst du. Wir brauchen Münzen. Ich habe keine Münzen. Und ich habe auch jetzt erstmal einen schönen Termin auf dem Sofa. Also bis dann.